Heute zieht es Viktor in die stille Abgeschiedenheit an einen kleinen, kaum beangelten Privatbach. Fernab von der Hektik der Welt wird es einen Wettstreit von epischem Ausmaße geben. Viktors Kontrahenten, die beiden Jungangler Colin und Felix, wollen den erfahrenen Angler das Wasser reichen. Unmöglich ist das nicht. In diesem malerischen Bach, verborgen vor den meisten Anglern, schwimmen erstaunliche Fische. Doch hier ist der Clou. Jeder Angler darf nur eine einzige Köderart benutzen. Köderfisch, Wobbler oder Fliege. Triumph und Enttäuschung wechseln sich ab. Doch am Ende wird es einen überraschend eindeutigen Gewinner geben. Aber gleichzeitig auch einen Verlierer, der sich einer äußerst unangenehmen Strafe unterziehen muss. Wer darf also das Feld als Sieger verlassen? Und wer wird den Stempel des Verlierers tragen müssen? Wir sind in einem sehr krassen Bach dieses Mal. Und zwar beim Praktikanten von mir. Ist das richtig? Wie man sieht. Wir sind immer an krassen Bächen, wenn wir zusammen unterwegs sind, okay? Das stimmt natürlich. Aber diesmal möchtest du selber was über diesen Bach erzählen, lieber Felix. Ja, also ist da was drin überhaupt? Ja, also es ist halt ein Privatbach. Privatbach haben bekanntlich immer die größten und die meisten Fische. Hier angelt keiner, ich angel hier natürlich viel. Deswegen sind die Fische schlau und deswegen haben wir uns für heute eine ganz kleine Challenge überlegt. Richtig. Die werde ich haushoch gewinnen, weil ich habe nämlich diesen kleinen Twitchbait dabei und natürlich andere von EcoGear. Japanische Wobbler zum sensationellen Toppreis, also wirklich fantastisch krass. Und der hat in den letzten Wochen so krass funktioniert auf alles, auf Barsch, auf Rapfen, okay, auf Zander noch nicht, habe ich noch nicht versucht, auf Hecht auch noch nicht, also auf Barsch und Rapfen und auf Forelle wird er jetzt diesen Bach einfach entleeren. So, da bin ich mir ganz sicher und das wird sich zeigen als Challenge gegen. Wie heißt diese Sache, die du nochmal machst? Das hier, was? Guck dir jedes Bachbild an, wo ein Angler steht, wurde immer eine Fliegenroute gezeigt. Fliegenfischen ist es einfach am Bach. Und ich werde mit Fliegenroute dich sowas von mir zugrunde richten. Meinst du es wirklich? Gegen so ein sexy, geiles Ding? Er sieht schon nicht schlecht aus, gebe ich ehrlich zu. Aber ganz ehrlich, ich kenne den Bach, kenne meine Fliegenroute. Das sind schwere Karten für dich. So, und soll ich dir was sagen? Ich werde nicht nur mit dem Twitchbait dich zerstören, euch zerstören, sondern auch mit dieser kleinen Garnele, dessen Name ist mir nicht bewusst und auch Einsatzgebiet fraglich, bin ich ehrlich, aber es ist halt ein Topwater und sauscharfe Haken, wie ihr seht. Da musst du selber einfach direkt. Da kann ich leider nicht helfen. Direkt auf, ne? Also es hakt sich super geil. Also wenn sie steigen sollen und ich keine Bisse kriege, nehme ich einfach den und mache einen kleinen Walk the Dog. Das heißt, du imitierst eigentlich Fliegenfischer, weil du jetzt schon weißt, dass Fliegenfischen eigentlich die Top-Variante ist. Nein, ich imitiere Insekten. Das wäre, weißt du, also direkt, nicht über Umwege, sondern direkt. So, und du, was machst du heute hier überhaupt? Da ich den Bach schon ein bisschen länger kenne, wie gesagt, ich angel das Stück relativ viel. Ich fische hier sowohl Fliege als auch Spinnrute. Ich bin der Meinung, ich werde heute nicht den Punkt für die meisten Fische bekommen, aber ich werde den Big Fish Point bekommen. Ich werde nämlich, wie man es vor 100 Jahren schon gemacht hat, einfach Köderfisch angeln. Ich glaube, es könnte auf dem Big Fish der Point sein. Macht natürlich nicht ganz so viel Spaß, hier so ein Twitchbait oder so eine Fliege zu schlänzen, so wie die erste Mal versucht. Aber ich glaube, für Big Fish ist es auf jeden Fall effizient. Heute ist ein bisschen angetrübtes Wasser, weil es hat in der Nacht geregnet. Ich denke nicht, dass sie hochkommen werden an die Oberfläche. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie du mit diesem Köderfisch hier agierst. Ob du den schmeißt, Pose oder nee, ich werde ihn werfen. So viel schon mal. Ja? So am richtigen System. Ein richtiges System habe ich mir überlegt. Okay, dann ganz kompliziert. Ein Einzelhaken und ein Chebu. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mal auf und dann geht's los. Okay. Ich würde sagen, der Verlierer ist 3 Weinbergschnecken. Wir sind nämlich welche. Was heißt denn verloren? Ja, wir müssen erstmal die Spiegeln festsetzen. Mit was gewinnt man? Big Fish? Das entscheiden wir danach. Ah, super. Typisch, ich gehe. Gibt es hier überhaupt große Fische drin, sag mal? Ja, was war Colin? Hier, dieser Jägerstand. Ich hab hier schon Colin vor einem Jahr eine mit 64. Mhm. Ja? Jetzt, soll ich ehrlich sein? Da kam auf Spinnrute, Viktor. Gut, los geht's. Okay, unter uns, Realität natürlich. Fliegenfischen ist absolut geil am Bach. Forellen sind Insektenfresser. Aber ich weiß ja nicht, um was es geht. Da ist sich Viktor wahrscheinlich noch nicht einig. Große Forellen sind auch Raubfische, die mögen einfach Fisch fressen. Und da ist so ein Hardbait halt einfach mit einer Fischimitation schon im Vorteil. Plus, wir hatten die letzten Tage echt krass Regen, sehr trübes Wasser. Und so ein Hardbait, der ganz schön glitzert und schnell durchs Wasser gezogen wird, ist natürlich sehr auffällig. Eine Fliege ist eher unauffälliger. Ich denke, der Gewinner ist jetzt schon klar, aber man muss natürlich trotzdem fair auskämpfen. Ne? Das ist wie wenn Bayern gegen Hertha spielt. Man weiß im Prinzip vorher schon, wie es ausgeht. Trotzdem wird das Spiel gespielt, damit es eindeutig ist. Weil eine Restchance besteht natürlich immer. Und man muss natürlich auch wirklich manchmal auch neue Wege gehen. Weil manchmal, ne, so ist es Evolution, Leute. Deswegen gibt es auch nicht, der Genpool wird auch immer ein bisschen gestreut, dass falls irgendwie mal sich die Bedingungen ändern, dass dann auch immer 1, 2, 3 Tierchen durchkommen. Deswegen macht man diese Tests. Aber in der Regel kommen 80% der Spatzen mit den kleinen Flügeln durch.
Warum steht bei Ich gehe angeln immer der Sieger fest? Weil Victor einfach mit dem Produzenten immer die Regeln macht, ey. Ist immer das Gleiche. Nee, weil Victor immer FC Bayern ist. Naja, eigentlich bist du eher die deutsche Fußballliga. Nein, innerhalb der deutschen Fußballliga bin ich FC Bayern. Sonst wäre ich Manchester City. Du bist eher so dieser Ölscheich in Katar, der dann alles mit Geld regelt. Also, als ich klein war, ich fische schon ewig an dem Bach, habe ich immer Köderfisch geangelt und ich habe die Erfahrung, dass die großen Forellen, wenn es wasserbraun ist, am Boden unten stehen. Sowohl Victor mit seinem Twitch-Belt, auch wie Colin mit seiner Fliegenrute, ist natürlich nicht am Boden, auch wenn Colin hier irgendeine Nymphe reinhaut oder so, Fliegenfische halt, wird es meiner Meinung nach nicht effizient sein. Ich bin der Meinung, diese kleinen Köderfische, ich habe sie früher immer in der Pose geangelt, ich werde sie jetzt jiggen, die auf den Boden laufen, werden den Big Fish bringen, weil bei Regen schwemmt es vom Ufer Tauwürmer ins Wasser rein. Und die Taubwürmer treiben ja nicht einfach durchs Mittelwasser, sondern sind am Boden. Das heißt, die Forellen halten sich auch am Boden auf. Was heißt eigentlich, als du klein warst? Wann soll das denn gewesen sein? Vorgestern oder wie? So frech. So frech hier ist unfassbar. Als ich so 5 war oder so. Also vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Gegen diese Sprüche musst du einfach eine Toleranz aufbauen. Die kommt. Du kennst die schon, oder? Guck, ist das als neuer Praktikant? Gehen die irgendwann zurück? Oder? Guck dir die letzten 20 Ich gehe angeln Videos mit mir an. Das ist immer das Gleiche. Sieh mal, was ist dir geworden? Ein einseitiger Humor. Das ist der erste Spot hier. Das ist der erste Spot. Der Victor, der ist total schlecht, brauchst du gar nicht anfangen. Wer fängt hier an? Wer darf hier, wie machen wir es? Wer fängt zuerst an? Na, ist ja ein Ich-Geh-Angeln-Battle, das ist ja immer ganz natürlich. Ja, und auf keinen Fall fängt dann jemand einfach an. Ich habe schon mal einen ersten Wurf gemacht, ist okay, oder? Ja, klar. Wir diskutieren ja nur gerade, wer anfangen darf. Also. Victor, ich wundere mich, wo der Abtreibenspruch kommt, der eigentlich in jedem Video standardmäßig dabei sein muss. Ja, hier ist ja Abtreiben verboten, ne? Da steht keine. Der Bach ist leer. Da steht keiner. Ein weiterer wissenschaftlicher Nachweis. Wenn Victor im ersten Wurf keinen Fisch gefangen hat, steht da auf keinen Fall ein Fisch. Victor ist so ein guter Angler, dass der Bach einfach schon leer ist, bevor er kommt. Oh, sag mal. Da hat ich einen Biss gehabt. Schlechter Angler. Also ja, für diesen Battle sollen wir jetzt auch noch mitangeln? Also sollen die anderen Angeln auch noch so mitangeln? Oder ist jetzt einfach... Schon klar, dass ich gewinne, meinst du? Mhm. Genauso meinte ich. Ihr könnt natürlich mitangeln, klar. Okay. Aber hinter so mir, ist ja klar. Dann nehme ich mir das jetzt mal zu Herzen, würde mal den Wurf mit der Fliegenrute machen, damit die Zuschauer auch direkt was zu sehen haben. Dann würde ich mal die nächsten 5 Minuten ekelhaft. Ja, und lassen wir dich hier mal alleine mit deinen. Oh mein Gott. Mit deinen Köderfischen. Das geht nicht auf, ist doch ganz gut so eigentlich. Willst du mal reinfilmen, Konrad? Nee, ich will nicht so nah rankommen. Es ist so ekelhaft, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Forelle sich denkt, nice. Ist halt auch nach einem Wurf, glaube ich, ab. Sieht man schon mal wieder, was für Amateure die sind, weil sie laufen einfach am besten Spot vorbei. Junge! Hier ist der Spot, ihr schlechten Angler. Ich glaube, ich brauche freie Hände zum Angeln. Ich stelle jetzt mal deine Rute an dir ab. Leg mal los, okay? Ich würde mir gerne mal so Grashüpfer versuchen, die mal reinschmeißen. Also die zum Anfüttern, ne? Zu gucken, ob die so steigen. Obwohl ich will ja nicht, dass sie steigen. Okay, falsche Idee. Nicht abtreiben und auch nicht anfüttern. Ernsthaft? Du alte Sau. Das gibt's ja gar nicht. Oh, oh, oh. Alter, ein guter. Immer wieder der dominiert hier. Das gibt's ja gar nicht. Mit der Köderfisch. Ich weiß nicht, ob hier Strom drauf ist. Nee, ich hab's gesteckt. Strom schauen. Da ist eh nichts mehr zu retten. Alter, wie krass. Hey. Jawoll. Erster Wurf oder was? Jawoll hier. Eine ordentliche Forelle. Du Ratsy. Jawollo. Ich hab's auch noch aus Versehen gecashert, Victor. Krieg ich einen Ritsch oder ist das ein Battle? Du kriegst einen Ritsch auf jeden Fall. Ist das ernst gemeint? Das ist ernst gemeint. Okay. Ich bin sehr beeindruckt, dass ich mit dieser Stinkerscheiße was gefangen habe. Ritsch für den Köderfisch und fürs Ketchup. Stimmt. Wow. Also er ist eigentlich Eigenköderfisch ihm. Richtig, haben wir die Köderfische besorgt. Also Fisch auf Fliegenrute. Wie hast du das gemacht? Erzähl mal. Halt geangelt, reingeworfen. Da vorne ist so eine Strömungskante. Gezuckt und ist sie hochgekommen, hat es genommen. Da habe ich kurz gewartet. Dann ernsthaft? Ja. Dann wird jetzt der Name von Colin Forell, geht jetzt über auf dich, auf Felix Forell. Forell. Felix Forell. Colin, findest du es schwer? Na, Felix Forell, ich finde, es ist eine Alliteration, aber warte mal ab hier. Du wolltest ja sagen, ich wiederhole, mir geht es nicht um viele Fische, das ist ihm scheißegal, es geht nur um den großen Fisch. Na, jetzt habe ich halt so eine 40er, nice. Ein 40er Fisch ist ein Riesenfisch, Leute, für die meisten. So, zeig mal her, hier das Ding. So, erste schöne Forelle hier, eine richtig natürliche Bachforelle, eine Nettie, wie Colin sagen würde. Ist nicht der Big Fish Point, aber vielleicht kriege ich auch beide, viel und Big Fish. Respekt, wirklich wir Respekt. Also das System ist auch wirklich einfach Single Hook und ohne Blei rein. Nee, ich habe ein Blei dran. Ach, ein Blei dran. Ah, okay, alles klar, schön. So, kein Wurf gemacht. Victor haben gerade noch hier geredet. Er hat Felix zweimal reingeschlenzt, da Victor vorher den Köder runtertreiben lassen hat. Direkt guter Take. Also
dieses für uns Menschen sehr stinkende scheint wohl doch nicht so schlecht für die Fische zu sein. Jetzt macht die Fliegenrute mal die ersten Würfe und dann geht's gleich richtig los. Da macht die Fliegenrute mal ein paar Würfe und dann geht's richtig los. Ist schon wieder schmal. Maximal Victor mit seinem EcoG. Echt ein geiler Wobbler, da kann ich mir schon echt vorstellen. Und Colin mit seiner Fliegenrute, ich sag dir, wie es ist. Oder ich sag's euch, wie es ist. Bei der Wasserfarbe keine Chance. Ich muss sagen, Respekt zu dem Jungen. War sein erster Wurf mit Köderfisch. Hat er geil gemacht, aber er kennt natürlich seinen Bach, wa? Ich glaube, das war umgekehrte Psychologie. Er hat so getan, dass er gar nicht mit Köderfisch angeln will. Aber in Wirklichkeit wollte er genau das. Felix sagt, deine Chancen stehen recht schlecht. Was sagst du? Das hat der Felix wirklich gesagt. Na, der kann sich auf was gefasst machen hier, der kleine Köderfischangler. Der kriegt erstmal richtig Anschiss von der Fliegenfischer-Community. Eigentlich sollte an so einem Bach nur Fliegenfischen erlaubt sein. Damit einfach ehrenhaft gefischt wird, so wie es eigentlich die Imitation eines Insektes gilt. Und nicht einfach so tote Fische reinwerfen in den Bach. Damit keiner was faked oder was? Gesellschaft. Alter, die Jungs, das ist nicht so gut. Die haben Hornies. Warum? Warum die Hörnchen haben? Nee, warum kommen die jetzt zu uns? Das sind vielleicht Fans. Ey, bei Kühen, die gucken wir, wie die uns angucken mit Hörnern. Leute, da sollten wir uns nicht spaßen, oder? Und die haben auch Kälbchen dabei und so. Meinst du hier der Schwarze da? Ja, ist der Bulle. Der hat so einen Nasenring. Das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle. Erstmal. Ja, weg. Wenn die Idee, wir gehen hier raus und gehen nach rechts. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Wirklich jetzt? Also, sie waren hier noch nie. Nie im Leben Kühe auf diese Wiese gesehen. Das ist kein Spaß, Leute. Ich wurde schon fast mal getötet von so einer Herde. Jungs, also ich würde nicht rennen, weil wenn man von einem bissigen Hund wegrennt, dann hat er auch diesen Verfolgungswahn, sag ich. Also, aber ich würde nicht rennen, wenn ich ihr wärt. Also mir hat mal eine weise Person, steht links von mir, gesagt, es gibt nur einen Trick. Bring immer eine Person zwischen dich und das Problem. Richtig. Richtig, das seid ihr. Komm Felix, nicht rennen, Felix. Nicht rennen, Felix. Mit Ach und Krach geschafft, Leute. Sie haben uns bis hierher verfolgt. Ich meine, sie sind schon süß und jetzt wirken sie auch entspannt. Aber sie wollten ganz klar, haben sie signalisiert, das ist unser Lebensraum, bitte weg. Weißt du, dass ich schon mal auf einer Kuh geritten bin und damit meine ich oben drauf gesessen und fortbewegt. Diese, wie hieß sie nochmal? Laura? Nee. Lina? Oh, nee, den Namen vergessen. Aspartelchen. Direkt hier vorne, ja? Boah, wichtiger Boomer. Hast du ihn gesehen? Ja. Denkst du, wie groß war er? Ja, über einen Fuffi? Ja. Krass. Also hier ist jetzt eine relativ geile Brücke. Das ist eigentlich mal richtig gut. Vor allem oberhalb, wo Colin gerade ist, da haben wir so ein kleines Becken. Da steht eigentlich Fisch drin. Wir haben gestern schon mal kurz ein bisschen gefischt, konnten wir nicht lassen, haben wir da auch schon einen guten Nachläufer gehabt. Ich denke, der sollte jetzt kommen. Gestern war er zu schlau. Aber heute ist das Wasser angetrübt, das müsste gut sein. Jetzt geht die gute Strecke los, wurde mir berichtet. Mal sehen, ich schmeiß mal die Brücke. Darf ich in die Brücke schmeißen? Ist ja nicht so schlimm, ist ja relativ günstig, der Wobbler, wenn er gegen die Brücke schmeißt. Ja! Oh. Warum? Natürlich. Ja, aber es wieder hat wir schon drei Bisse. Echt? Ja. Wieder eine Runde. Das läuft nicht, Victor. Warum? Wir haben doch 35 Grad im Schatten und keinen Wind. Das muss doch super laufen. Ja, wir haben ja Felix gestern gefragt, was die besten Bedingungen sind. Und das wäre? Alles außer 35 Grad im Schatten im Wind. Hä, aber dafür hat es doch die ganze Nacht geregnet und der Fluss ist komplett trüb. Ist ja auch nicht so, als hätte nicht schon irgendjemand einen Fisch gefangen. Wurde ja schon einer gefangen. Ja, Köderfisch kann ich nicht. Ist nicht so, als hätte Victor nicht schon fünf verschlagen. Das stimmt natürlich. Ja, nee, ist kein Problem, Leute. Wir werden es schon irgendwie richten. Das ist ja auch ein ehrlicher Test. Man muss sich den Gegebenheiten einfach so, ne, die Feste feiern, wie sie fallen. Also ein ehrlicher Test will ich jetzt nicht zusprechen. Warum? Nein, das kann ich erinnere an den ersten Wurf. Und an die Spielregeln, die wahrscheinlich dann danach geändert werden. Ja, beziehungsweise die Gewinnerregeln. Das ist schon normal. Achso, auch die Gewinnerregeln, oder? So Leute, ich stehe jetzt auf, mache meinen nächsten Wurf und fange sofort einen Fisch. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, es ist so. Ob ihr es wollt und nicht. Oder? Nee. Oh, sorry, war nicht mit an. Ich wollte eigentlich. Oh! Ja! Oh! Lise!
Die haben es mir nicht geklaut, ich bin ein schlechter Schauspieler. Ja, Fisch, Fisch! Oh ja, boah, der ist groß. Alter, auf Köffi. Alter, gibt's boah, doch das gar ist nicht. Schöne. Das ist eine Jude. Oh. Komm her, Kontrahent. Ja, zack! Ja, Alter, junger Mann! Schöne Forelle! Ritchie! Okay. So, richtig geile große nächste Forelle hier. Richtig schön. Hab in so ein Krautloch geworfen. Krautloch geworfen. Hab gesehen, wie sie rauskommt und es richtig hart getaked hat. Geil. Krass, muss man wirklich sagen. Ich habe hier irgendwie 5-mal hingeschmissen. Ich habe hier auch irgendwie 50-mal hingeschmissen. Jetzt ist nur die Frage, liegt es am Angler, damit das Battle fair liegt? Victor, könntest du auch den Köfi nehmen und ich nehme die Spinnrute mit dem Eco-Gear? Ne, wenn, dann müssen wir alle rotieren. Dann nehme ich die Fliegenrute, er nimmt den Köfi und er nimmt den Eco-Gear. Nein, alle angeln weiter wie bisher. Ich glaube, das liegt gar nicht am Köderfisch. Das, kannst du dich an die Suppe erinnern? Ich glaube, wir müssen einfach nur unsere Köder mal in diese Suppe reinhalten. Das ist der Geruch. Bei dem trüben Wasser ist rein der Geruch, ey. Aber natürlich ist schon, den kannst du halt auch schon. Ah, ist egal. Was soll das? Ist ja egal. Am Ende. Ist Angeln ist Glück. Nee, das wollte ich nicht sagen. Am Ende wird abgerechnet. Na gut. Und dann wird sich entscheiden, ob es Glück war oder nicht. Falls er gewonnen hat, war es Glück. Ja. Wird sich einfach jetzt schon zurechtgelegt, wieso man verliert. Weil der Gewinner steht ja eh schon fest. Komm also. Juhu. Kiki. Oh. Kescher mir bitte, Kescher Boy. Schöner, wa? Cool. Ich würde sagen, die größte heute. Boah, wie die Rolle geht. Alter, war das krass. Das erzähl ich gleich mal, wie krass das war. Alter, die ist wirklich nice. Komm. Verfolgt sie. Schnell, die haut ab. Ich dreh nicht so hart, sonst fliegt. Ich dreh sie nicht hart. Soll ich sie noch leichter drehen? Nee. Dann geht sie in den Busch halt. Wow. Und? Nee, geht noch nicht. Okay. Ich muss sie nach oben an die Oberfläche befördern. Ja, ich versuch's, aber jetzt hängt sie in so einem Gras. Kannst du dir ein bisschen helfen? Ah, das ist eine brenzlige Situation. Ah! Ja! Junge, was für ein Monster. Also, das war so krass. Ich schmeiß da hin, das Ding verhakt sich kurz, geht an die Oberfläche, dreht sich wie ein Propeller, das Ding schießt von unten wie ein weißer Hai, springt aus dem Wasser, schnappt sich das Ding, ich hau an, das Ding sitzt. War so geil. Einfach nur wow. Da hat also der Köderfisch und die Spinnrute schon Fisch gefangen. Fliegenrute noch keinen. Ich habe schon ein paar Bisse gehabt, aber das sollte mich jetzt mal langsam mal ein bisschen anstrengen. Das war eine richtig gute da, die Victor gerade gefangen hat. Geiler Biss, oder? Ah, ich gönn sie. Echt. Sieht aber halt auch richtig krass aus, wa? Voll. Ich würde sagen, das ist echt die größte, die es jemals in diesem Bach hier wahrscheinlich heute, oder? Der Fisch muss ja bekanntlich auch gegenteilig zum Angler sein. So ja. Hieß es doch irgendwie, oder? Wir drehen die Regeln auch um. Das können nämlich zwei zum Ding. Krass, oder? Geil. Siehst du diese Punkte da? Ja. Geil. Alter, Wahnsinn. Richtig krass roten Punkte. Ritchie, die zweite. Also gut gemacht, Victor. Danke sehr. Mein Lob von Colin. Aber ich glaube, ich musste gar nicht so viel machen. Ich musste einfach nur den Eco-Gear rausschmeißen und einfach nur verhaken lassen. Oben schön an der Wasseroberfläche rotieren. Kraut abreißen und in dem nein Spaß. Schon geil. Schön, wow. 45er. Ich glaube, die hat mehr als 45. Ja? Ja. 47 würde ich sagen. 47er, Leute. Und schön dick. Ich weiß, die 2 cm können es ausmachen. Könnte es sein, dass es daran liegt, auch ein bisschen, dass das Wasser jetzt immer von Minute zu Minute klarer wird? Und ja, die Fische. Also wenn man mal vergleicht, man sieht ja jetzt den Boden schon ganz gut. Mhm. Und das kennt man das immer so, wenn so richtig Hochwasser war. Da war es eher über mehrere Tage und es ist aufgeklärt, konnten die halt nicht fressen. Und dann waren sie richtig aktiv, wenn es klar wurde. Also weiß ich nur noch, als ich klein war, müsste immer noch so sein. Als wann? Ja, ja. Die Frage, wann war denn das? Aus, kann ja jetzt Kamera aus. Letzte Woche, Wochenende oder wann? Ich habe mir jetzt die kleine Eco-Garnele raufgemacht, Leute. Einen Wurf später direkt Biss gehabt. Hing leider nicht, keine Ahnung warum. Ich habe gar Colin die ganze Zeit, er soll mal eine Trockenfliege ranmachen. Aber er will einfach nicht. Er will nicht hören, der Junge. Colin? Da steigen doch so viele Fische. Jetzt mach doch echt mal Dryfly, also Trockenfliege. Ist doch sinnlos, ist doch einfach nur stur. Okay, mach's nicht. Lass deinen Streamer dran. Junge, diese Amateure, ey, sind sie zum ersten Mal am Bach. Der eine fischt hier einen toten Köderfisch, der andere schaut hier einen
seinen Wobbler durch und denken, sie können mir sagen, wie ich Fliegen fischen soll. Unfassbar, als ob ich hier nicht so alles abräumen würde. Ich habe einfach nur Bock. Ey, in Frankreich, das ist eine Delikatesse, Weinbergschnecke essen. Da habe ich einfach nur Bock drauf. Das sind einfach nur taktisch mal wieder ganz unklug und engstirnige Angler, die nur ein Ziel vor Augen haben. Unfassbar. Ey, Viktor, meine Köderfische sind leer. Kümmere dich mal um deinen Praktikanten, gib dir mal was. Colin, kannst du ihm bitte sagen, dass er ab sofort jetzt... Nein, Spaß. Also, pass auf, ich habe mir schon was für dich überlegt für diesen Fall, weil ich ja wusste, dass die alle sind, die Klipsching-Dinger. Du darfst, wir machen beide Eco-Gear, das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Aber du musst entweder musst Topwater angeln. Okay. Das heißt, du hast die Chance zwischen diesen Garnelen, wo ich gerade einen Biss drauf hatte. Es ist halt ganz natürlich, dass in meinem Bach eine Garnele an der Oberfläche hüpft. Sie könnte auch ein Grashüpfer sein, ein riesiger Grashüpfer. Und hier sind sehr viele Grashüpfer, habe ich gesehen. Nee, Popper will ich nicht. Nee, Popper nimmst du nicht, traust dich nicht, ne? Nö, nee, ich nicht. Aber guck mal, du hast alternativ noch ein Stickbait. Ohne Haken. Was nimmst du jetzt? So, die kleinen. Die laufen ja auch wie Stickbaits ein bisschen, oder? Ja, die muss aber ganz zart wirklich führen wie ein. Zart, das ist eine Klappe, die hier im Heuhüpfer. Hier. Leute, kennt ihr das Wort Heuhüpfer? Ich kenne nur Heuschrecke oder Grashüpfer. Und die hier sagen in Bayern Heuhüpfer. Früher immer Heufliege gesagt, bis Colin mir es ausgeprügelt hat. Dann habe ich es gelassen. Gut, dann bin ich ja mal gespannt. Dann werde ich jetzt wieder ein Twitch-Bait dran machen. Weil es geht ja hier ums Projekt. Ums Projekt. Oh ja, der läuft ja übelst gut, Viktor. Ja, ne? Wirklich, ne? Mega geil. Guck mal, wie geil. Voll. Hat der Colin sich dann Eco-Gear geladen? Alter! Boah, der läuft gut auf die Eco-Gear. Hat natürlich, wie ihr mir befohlen habt, sofort einen Trockenflieger angemacht und erster Wurf hat sofort geklappt. Auf keinen Fall. Nee. Ganz schön bei meinem Streamer geblieben. Schöne Forelle. Ich wollte das verarschen gerade. Reingeworfen, draufgebissen, verloren, wollte schon ausrasten. Jetzt hat sie sich nochmal umgedreht, nochmal hinterhergezogen, dann hing sie. Geil. Schön. Geil, Pippi. Wow. Ich war auch ein bisschen im Zugzwang, muss ich sagen. Wow, der Druck war da. Falls man es gemerkt hat, in den letzten 210 war ich vielleicht nicht ganz im Bild. Ein bisschen vorgerannt. Ja, ja. Bisschen. Er wollte es nochmal zeigen. Hat so 20 Spots verbrannt dadurch, aber ist egal, gönnen wir ihn. Aber ihr seid auch nett hergerannt sofort. Ja. Ist 1 cm kleiner als meine, ne? Sogar mit Absicht nicht vom Kescher verloren. Richtig, wie sonst immer bei dir. Wie viel Zentimeter kleiner als meine ist er? Minus 4. Ja. Minus 4 ungefähr? Also minus 4 kleiner, also 4 größer. Um dir das mathematisch nochmal beizubringen. Colin? Ja, muss sichern, dass du nicht wieder wegziehst, aber okay. Nee, wirklich, ich gratuliere dir. Du hast es dir wirklich verdient. Heute ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer gewesen. Heute ist schwer. Ich meine, für einen Fliegenfischer normalerweise, der sollte im Vorteil sein, aber... Das ist gewöhnt, dass er nichts fängt. Fliegenfischer sind es gewöhnt, dass sie nichts fangen. Fliegenfischer sind es gewöhnt, dass nicht solche Köfi-Angler und solche Spinnfischer in ihren Bächen rumrennen. Nein, ohne Spaß, sehr gut gemacht. Zeig mir her. Wollt ihr mal eine große Forelle sehen? Könnt ihr in diesem Video auch mal eine große Forelle sehen? Die ist schon ein ordentlicher Kainsmann, ey. Schöner Fisch. Guckt euch den Stream an. Perfekte Maulwinkel gehakt. Das lieben wir doch, wir Fliegenfischers. Felix, wie groß ist die bitte? Die ist so 52. Niemals, nein. Die ist 52. Niemals. Jetzt die ist 52. Nein, die ist 52. Messen. Sofort messen. Die ist 46 max. Ich weiß, dass der Grill, den wir heute Abend benutzen, der ist genau 55 cm breit und da wird sie gerade so perfekt reinpassen. Felix, du bist der Fachmann. Ich bin Schiedsrichter, ich sag, sie hat... Weil wir Freunde sind, sie hat 50. Genau. Und Viktor sein hatte so 47. Sie hat 48. Okay. Leute, also das ist ganz deutlich ein Erfahrungsmangel bei den beiden. Da sieht man ganz klar. Maximal gleich groß, eher kleiner. Colin, die ist größer als deine. Colin, die ist größer. Oh, oh, oh. Oh. Alter, 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 Alter. Auf die Garnele. Alter. Unglaublich. Oh. Hey, Viktor, jetzt darfst du einmal deinen Satz sagen. Der Fisch muss auch zum Angler passen. Richtig. Aber geil, hast du abtreiben lassen oder hast du... Ja, hat richtig eingesaugt. Das ist halt die Regeln mal wieder wie typisch, ich gehe angeln battle. Geil. Ich habe einen riesen Vorteil gegenüber den anderen. Nämlich habe ich hinten auch so Fädchen. Das heißt, wenn man die... Also ich, Colin hat eine Fliegenschnur, Viktor hat eine Spinnrute und auf der anderen Seite gibt es so ganz kleine Rinnen. Wenn man die da reinwirft, kann man die einfach treiben lassen. Und durch die Schwimmung bewegen sich diese roten Fäden hier hinten immer. Das heißt, man fängt die Forellen auch einfach so. Damit steht's 5-1 für uns. Komm, trotzdem nochmal ein kräftiges Ritsch. Ritsch und einmal Hand. Okay, danke. Mal. Spaß. Ich erinnere mich, wer deinen Stream aus dem Bach gepostet hat. Ja? Ich will das bei so Bachzangen, wo die ganze Zeit Leute betatschen da. Oh ja, macht er abends so oder so. Also. Boah, Viktor. Der Arsch. Jetzt habe ich ihm gerade die Debeck genommen, weil er damit geangelt hat. Jetzt fängt er quasi mit meinem Hardbait. Aber er kennt sich halt aus mit dem Bach hier, wa? Ja, ich kenne ja die Forellen. Die ist noch zu klein. Die ist noch nicht in meinem Register, aber die wird jetzt registriert.
Dann nennen wir sie jetzt Felix. Weil sie so klein ist, oder? Ja. Also der nächste Zuchtfisch heißt Victor. Hat er ihn oder was? Oh, Fisch. Was ist das für eine Frage? Natürlich habe ich ihn. Die Rute biegt sich ja noch nicht mal. Na klar, biegt sie sich. Felix, wir sind ein eingespieltes Team. Seid ihr nicht? Ich habe Felix zum Keschern geschickt. Felix und ich sind ein eingespieltes Team, weil wir sind die EcoGear-Vertreter. Komm. Geil, richtig gut gemacht. Super. Wirklich. Wieder schön nach vorne gerannt, wieder vorgedrängelt. Darfst du der Kamera zeigen? Richtig geile, natürliche Bachforelle. Freut mich richtig. Also für Colin. Schön. Relieved, aber eigentlich as expected. Also genau so ist ja eigentlich der Normalgang. Weil ich sagen muss, ich würde Victor jetzt tatsächlich noch eine gönnen. Einerseits, weil ich Victor mag. Andererseits habe ich echt Bock. Felix, ich habe echt Bock auf Weinbergschnecke heute Abend. Oh ja, ich auch richtig. Freue mich. So Heißhunger fast schon so. Felix, das haben wir geil gemacht. Haben wir beide gewonnen gegen den Colin. Klar, wir sind noch zu zweit. Ab der Hälfte der Zeit gewesen. Na Moment, trotzdem. Also ich meine, EcoGear hat ganz klar gewonnen, ja, von der Masse her. Aber Colin hat halt von den der Big Größe war es gleichwertig. Colin hat sich Mühe gegeben, nichtsdestotrotz, Strafe heute für dich, Weinbergschnecken essen. Wieso soll Colin eigentlich bestraft werden, obwohl er den größten Fisch gefangen hat? Weil die Masse zählt, immer. Ach so, okay. Haben wir doch am Anfang schon gesagt, oder? Ja. Es ja ist einzig und allein wegen dem Grund, weil die Angeln-Tests einfach wissenschaftlich sind und niemals getürkt sind. Wissenschaftlich erwiesen, genau, korrekt. So, jetzt Abmarsch. Feierabend. Wollt ihr das noch sehen, wie er, aber können wir ja so reinschneiden, wie er so eine Schnecke sich so genüsslich so. Oder? Musst du jetzt erstmal sammeln. Mit Schale oder ohne? Haben Schnecken eigentlich innen drin so auch Schleim, genau wie draußen, oder wie sieht das aus? Haben die so einen Kern, wie so eine Brötchen, so eine Puddingbrötchen, wo dann innen drin so diese ganze Sabberrotze-Scheiße drin ist und man macht darauf und dann spritzt es in alle Richtungen? Ist das so eine Schnecke? Du, ich habe kein Problem mit Schleim. Was beschreibst du hier gerade? Also, Leute, aus dem Alter bin ich raus. Für solche Witze bin ich nicht mehr zu haben. Gut, also in dem Sinne. Tschüss. Ciao. Okay. Ich habe im Video gesagt, die Bestrafung. Ich habe es dann irgendwie an dem Abend vergessen, war noch schön grillen. Ich habe, also das heißt, ich habe es nicht vergessen, alle anderen haben es vergessen, aber ich habe dann lieber mal nichts gesagt. Aber jetzt kurz vorm Upload hat der Cutter nochmal gesagt, da fehlt so eine Szene, wie der Colin eine Schnecke ist. Unfassbar. Okay, also Essigwasser einlegen, dann kochen und dann mit Kräuterbutter schön anbraten und dann einfach Augen zu und durch und danach ein Schnitzel hinterher. Das wird schon funktionieren. Alter, sieht das eklig aus. Okay, ich stopp's mir rein. Boah. Tu jetzt nicht so. Boah, schmeckt ehrlich einfach wie so weich gebratenes Gemüse, stark versalzen. Und noch so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie so Krebs. Ah, naja, jetzt ein Schnitzel.